Heute habe ich mal eine Frage an euch. Was ist das? Ich sag's euch, unser liebstes Spielzeug aus Kindertagen. Der Hula Hoop. Neu aufgelegt. Ich war erst ein bisschen skeptisch und konnte mir nicht vorstellen, dass dieses Spielzeug mir heute noch mal Spaß macht. Aber wir haben einige Modelle auf Herz und Nieren getestet und ich war vom Ergebnis wirklich überrascht. Ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes kommt der Hula Hoop von Sportfit. Hier war der Auf- und der Abbau sehr schnell und einfach erledigt. Durch die Markierungen war leicht zu erkennen, wo der Hula Hoop Reifen zusammengesteckt werden muss. Als nächstes ist der Power Hoop von Mike die Picks an der Reihe. Auch dieser ist schnell aufgebaut. Lediglich beim Abbau ist durch die dicke Polsterung etwas Fingerspitzengefühl und gleichzeitig Kraft gefragt. Beim Reifen vom Hamasar fehlen die Markierungen leider gänzlich, so dass die Polsterung ein Stück zur Seite geschoben werden muss, um die Lochung zu finden und ein Aufbau und sowie ein Abbau des Reifens möglich ist. Der Klassiker. Kein Abbau, kein Aufbau. Leider auch nicht ganz so einfach zu transportieren. Als nächstes ist unsere moderne Version an der Reihe. Hier haben wir einen kleinen Ring, der durch neue Elemente erweitert oder verkleinert werden kann. Nur Achtung bei der Anpassung der Größe. Lieber ein Stückchen zu klein als ein Stückchen zu groß. Etwas mehr Zeit und Nerven hat uns hier der Smart Hula Hoop von Casimir gekostet. Nicht nur, dass durch die großen Verbindungsstücke eine Größenveränderung relativ schwierig möglich ist. Nein, auch die Befestigungen sind hier sehr zäh. Das heißt, wir mussten einige Minuten probieren, bis wir den Reifen auseinandernehmen konnten. Die beiden hier sind meine absoluten Ganzkörper-Trainings-Workout-Lieblinge. Als erstes wärmen wir uns auf mit etwas Hula-Springen, um den Kreislauf zu pushen. Danach eine leichte Bauchübung. Wer es ein bisschen schwerer möchte, gerne den Oberkörper abheben. Achtet hier wirklich auf einen festen Rücken und einen festen Bauch. Auch für eine meiner absoluten Lieblingsübungen, die Brücke, ist der Hula eine echte Hilfe. Der Hula sollte immer mindestens so groß sein wie euer Bauchnabel hoch. Ein größerer Hula ist für den Anfang aber hilfreich, da ihr so mehr Zeit habt, denn die Umdrehungen dauern so einfach länger. Bei der Bewegung sieht es zwar immer aus, als würde man kreisende Bewegungen machen, das stimmt aber nicht. Sollte der Hula einmal zu tief kommen und ihr befürchtet, dieser könnte abstürzen, einfach ein wenig tiefer gehen und mit einer festen Hüftbewegung den Hula wieder nach oben kicken. Schon ein bisschen moderner mit Polsterung ist dieses gute Stück hier. Wiegt ein bisschen mehr, geht dadurch ein bisschen mehr auf die Hüften, ihr habt aber auch schnelle Erfolge. So, es ist Zeit für meinen Testsieger und das ist dieser Reifen hier. Er überzeugt im Gesamtpaket durch eine gute Polsterung, durch Massagenoppen und sein Gewicht.
Das klingt eigenartig? Vielleicht, ja. Aber so bekommt man einfach eine Power und eine Energie und einen Schwung in den Hula, dass viele Dance Moves und Workouts möglich sind, die es mit den anderen Reifen einfach nicht geschafft habe. Und das schon mit wenig Übung. So, als nächstes das schon etwas modernere Modell. Weich gepolstert, mit Massagenoppen ausgestattet. Ist dieser Reifen wirklich komfortabel? Und man hat wirklich schnell Erfolge. Schon nach wenigen Minuten sind einige Tricks und einige Moves mit diesem Reifen zu schaffen. Günstig und überall zu bekommen. Der Hula ist leicht und dadurch man für den Anfang ein kleines bisschen schwer auf den Hüften zu halten. Viele Tricks sind da nicht gleich möglich, aber mit ein bisschen Übung werdet ihr Spaß haben. Also lasst euch nicht entmutigen. Was mir an diesem Modell gut gefallen hat, er ist wirklich platzsparend, lässt sich auf jede Körpergröße durch kleine Elemente gut anpassen. Die Kugel ist schwer und läuft rund. Dadurch kann man auch zum Beispiel in der Wohnung wunderbar trainieren. Allerdings ist dieser Hula relativ laut. Und das richtige Hula-Gefühl kommt vielleicht nicht gleich so auf. Es ist halt ein bisschen anders, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber eine gute Alternative für die Wohnung. Und wir machen weiter mit den außergewöhnlichen Hulas. Dieses Modell zählt sogar die Umdrehungen. Allerdings hat mir nicht so gut gefallen, es ist schwer, diesen Hula auf die richtige Größe einzustellen. Die Elemente hier sind einfach sehr groß, so passt er mir zumindest nicht richtig gut. Und viele Tricks habe ich auch nicht hinbekommen, denn die Kugel ist zu schnell stehen geblieben. Leicht aus, ist es aber nicht. Man trainiert hier alle Muskeln bis zum Rücken. Es ist wirklich schwierig, diese Reifen länger am Laufen zu halten. Außerdem hat man die Beine frei und kann dann wunderbar noch ein paar Beinübungen einbauen. So hat man den ganzen Körper trainiert und es macht richtig Spaß.